Hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zurück zu einem kleinen Horrorspiel. Wir spielen heute Bandy and the Ink Machine. Ihr habt das Spiel auf YouTube gefunden, gibt es eben bei Event auch auf Steam. Chapter 1 hier ist kostenlos, die anderen beiden kosten ein bisschen was. Und ich persönlich fand es richtig gut von der Atmosphäre her, von der Grafik. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Steuerung kennen wir. Das ist schön. Okay. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Okay, ja. Wir sind jetzt hier im Mickey Mouse Studio, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und ein gewisser Joe hat uns gesagt, wir sollen hier die Ink Machine finden. Ich habe das Spiel nur ganz kurz auf YouTube gesehen, also nur hier quasi den Anfangsteil. Ich weiß noch gar nicht wirklich, worum es hier drin geht, außer dass wir jetzt die Ink Machine finden sollen. Jetzt versuche ich mal, was haben wir hier? Gut, können wir an- und ausmachen. Machen wir aus. Stromverschwendung. Können wir den auch an- Nein, können wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das, was wir tun sollen. Wir finden die Ink Machine. Hier ist überall Tinte und irgendwelche komischen Figürchen. Ich weiß nicht, soll das Mickey Mouse in der Gruselvariante sein? Dreams come true. Ach, das ist schön. Träume werden wahr. Was ist da hinten? Oh, die Ink Machine. Das ging schnell. Kann man in Türen rein? Offenbar ja, aber die sind verschlossen. Ich gehe jetzt mal nicht da hinten hin, weil ich will mich noch ein bisschen umsehen. Was haben wir denn hier? Bacon Soup. Habe ich die gerade gegessen? Klar, wenn ich irgendwie in so eine seltsame Umgebung komme, esse ich erstmal alles, was da ist. Das ist logisch. Wir kommen hier wahrscheinlich in keine einzige Tür rein. Ups. Okay, das war gut. Hallo? Goofy, bist du's? Oh my god. Joey, what were you doing? Ich hoffe mal, das ist nicht Joey, ansonsten ist unser Freund schon tot. Das ist Goofy. Hallo Mickey, wie geht's dir? Ja, und was auch immer die gerade mit ihm hier gemacht haben, es sieht nicht sehr gesund aus. Wir lassen ihn mal da hinten liegen. Und sehen uns hier ein bisschen weiter um. Ich weiß, die Ink-Machine ist da hinten. Main Power. Alright, how do I get this to work? Was? Sollte ich hier noch? Fix the Ink Machine. Collect the needed objects. Okay, achso, also hätte ich da hinten dann erfahren, dass ich hier hingehen muss. Da habe ich ein bisschen vorgegriffen, tut mir leid. Was brauchen wir? Einmal die Puppe, die haben wir schon gesehen. Eine Note. Farbe. Kann ich nicht einfach die Farbe nehmen, die von der Decke hier tropft? Oder die Farbe hier? Low Pressure. Ja, wir brauchen Druck. Zahnrad, Schraubenschlüssel und ein Buch. Okay, das holen wir mal alles. Hey Kumpel. Who put this here? Ja, kann ich das irgendwie schlagen? Du bist gruselig. Wo gehe ich hin lang? Ich will da hinten hin. Goofy, 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 was tust du nur? Ist das? Das ist das Buch. The Illusion of Living. Illusion. Gut, muss ich jetzt da hinten hinbringen? Oder geht das automatisch hin? Ich weiß es nicht. Ich sehe mal nach. Buch, 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 Buch. Hier gehört das Buch hin. Ah, da ist es jetzt. Jetzt geht die Lampe an und der Druck steigt wahrscheinlich. Können wir nicht einfach irgendwas da drauf legen? Nein, es muss natürlich genau das Buch sein. Du bist gruselig. The Dancing Demon. Naja, ich hoffe, wir finden hier keinen Demon. Hier war die Suppe. Die Bacon Soup. Was haben wir hier? Was ist das denn? At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I simply don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Joey says. Keep things going. I think he's
lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes bursts, I'm out of here. Okay, wahrscheinlich von irgendeinem Mitarbeiter, würde ich jetzt mal spontan vermuten. Und der beschwert sich halt über Joe, der, ich vermute mal, der Leiter des Ganzen hier ist. Und diese Rohre können platzen. Das ist irgendwie nicht so toll. Denn ich möchte nicht voller Tinte sein, was auch immer Ink bedeutet. Tinte, Farbe, frag mich bitte nicht. Oh, da blinkt was. Das Zahnrad, das ist schön. So, Flow. Ink Pressure, okay, ich glaube, wir brauchen dafür den Druck. Da können wir uns hier irgendwas ansehen. Oh, Soup. Ich esse es einfach mal. Wofür wir es brauchen? Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ich esse mal einfach alles. Da, da, di, da, di, da, di. Und zurück. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwo um die Ecke gleich einer kommt. Du standest schon vorher da, das ist gut. Dann gehen wir mal zu... War die Tür schon gerade eben offen? Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich gehe mal zur Ink Machine. Naja, wenn wir die anschalten, läuft doch hier alles voll. Irgendwas hier in den Schubladen, die ich nicht öffnen kann. Ein seltsamer Pappaufsteller. Die machen verdammt viel Angst. Also eigentlich nicht so viel, aber die sind trotzdem etwas gruselig. Hier hinten liegt jetzt nichts rum. Hier auch nicht. Ink. Ja, ich vermute mal, es heißt Tinte oder Farbe. Ich gehe mal da rein. Kann ich das überhaupt? In der Tat. Möchte ich in den Keller? Nein, da möchte ich nicht hin. Ich gehe da später hin. Was war das? Was war das? Ich finde einfach, das Spiel ist atmosphärisch richtig gut. Dreams come true. Ist hier irgendwas? Kann ich nicht benutzen. Hier sind wir wieder zurück im Hauptkorridor. Ist das die Puppe? Ich hab das die Puppe. Oh, du bist süß. Deine großen Kollegen sind nicht so süß. Da dreht sich irgendwas. Hier suchen wir hier hinten nach anderen Sachen. Hier kommen wir... noch nicht durch. Okay. Hey, here's my old desk. Oh. I wasted so much time in this chair. Ach, das ist unser Arbeitsplatz. Ja, das ist ja schön. Mitten im Gang. Wir sind arm. Den Schraubenschlüssel haben wir auch gefunden. Bringen wir erstmal den ganzen Stuff hier zurück. Warum immer so eine komische Einbuchtung in der Decke ist. Die Atmosphäre ist so genial in dem Spiel. So, da hinten ist die Ink Machine. Und ich musste jetzt an der Seite durch, um den ganzen Mist abzuliefern. Machen wir das erstmal. Ich muss gucken, was wir noch brauchen. Hallo? Hallo, du bleibst da stehen. Ist das eine Filmrolle, die wir brauchen? Anscheinend nicht. Wehe, hier kommt gleich ein... Wo ist der Pappaufsteller hin? Hier war doch ein Pappaufsteller. Ich weiß es genau. Scheiße. So, einmal dich. Einmal dich. Und die Puppe habe ich. Hier, die habe ich noch nicht. Mir fehlt also noch Farbe und eine Note. Farbe... Keine Ahnung, wo ich den kriege. Ich guck nochmal hier hinten. Bei unserem lieben Goofy, der aufgeschlitzt wurde und aussieht wie Frankensteins Monster irgendwie. Irgendwas hier. Vielleicht hier hinterm Stuhl. Oh, kann ich den bewegen? Ich kann den bewegen. Weg damit. Liegt hier noch irgendwas? Komm schon, das ist doch Farbe. Kann ich den nicht benutzen? Hier die Filmrolle? Komm schon, das ist eine Filmrolle. Ich will die Filmrolle haben. Hier noch was? Hier liegt nichts. Und du bist tot. Oder man hat die X auf die Augen gemalt. Ich weiß es nicht. Gut, dann. Wo war der Keller nochmal? Da hinten. Wir müssen jetzt wahrscheinlich in den Keller. Und ich will das nicht. Ich will nicht in den Keller. Der Keller ist immer ein Ort des Bösens. Little Devil Darlin. Ja, Devil, der treibt hier auch sein Unwesen wahrscheinlich. Der steht doch gleich auf irgendwie. Der liegt doch nicht einfach nur so darum. Ist das die Filmrolle? Nein, das ist natürlich nicht. Stehst du? Oh, er steht nicht. Aber hier. Schallplatte? Brauchte ich eine Schallplatte, um die da irgendwo drauf zu legen? Was ist das hier? Always on time. Back to the grind.
Okay. Back to the grind. Okay. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Ich habe nur gerade meine Arbeit bestätigt. Ich bin hier und arbeite. Ich tue meinen Job. Hier komme ich nicht durch. Okay. Dann ist nur die Frage, wie komme ich hier weiter? Da hinten war ja noch ein Gang, aber da war durch Bretter versperrt. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Weg, die aufzumachen. Aber zuallererst einmal... Hallo? Gucke ich mich nochmal hier um. Hier muss doch irgendwie Farbe sein. Komm schon, kann ich nicht hier irgendwie so ein Glas Farbe mir abzapfen? Irgendwas muss doch hier sein. Der Raum ist ja nicht zum Spaß da. Okay, wahrscheinlich war er am Anfang dafür da, dass wir irgendwie diesen einen Raum finden, wo die Säulen stehen. Da war ich ein bisschen zu voreilig, tut mir leid. Bring mal die Schallplatte zurück. Gibt ja mit Sicherheit einen Grund, warum ich die bekommen habe. Hallo? Da oben ist noch eine Filmdose. Ist aber auch die falsche. Warum denke ich die ganze Zeit, dass wir eine Filmdose brauchen? Ich will die halt in diesen Rekorder da vorne einspannen. Ich will einen schönen Film sehen. Und das wird alles vergessen. Note, komm schon, die Schallplatte? In der Tat. Jetzt fehlt Farbe, aber Farbe kriege ich doch hier überall her. Also bitte. Ich kann doch mit Sicherheit irgendeine Farbe nehmen, oder muss es die Farbe sein? Da habe ich nichts gefunden. Wir gehen nochmal hinten in einen Raum. Vielleicht habe ich da außer dem Zahnrad was übersehen. Irgendwo hier vielleicht ein Glas Farbe bei so einem Malertisch. Hier. Hui, das war gerade überraschend. Das ist der Vorratsraum. Vor allem, ich schluck die immer im Ganzen. Ich kau nicht irgendwie erst. Scheiße, du Arschloch. Scheiße, Mann, ey. Du kleiner Ficker. Ich hasse dich so sehr. Aber jetzt habe ich immer Angst vor jeder Tür. Und hier? Ah. Suppe. Und sonst nichts. Hier schon wieder Farbe. Ich kann doch irgendwo Hilfe. Jede Ecke macht mir jetzt Angst. Hier noch irgendwas. Da brauche ich den Druck, ja. Kann ich crouchen? Nein, kann ich nicht. Aber da oben ist noch Suppe. Noch mehr? Da ist noch mehr Suppe. Ich esse hier einfach alle. Habt ihr es gehört? Ich esse euch die Suppe weg. Ich bin so gemein. Hilfe. Hier kommt doch gleich wieder irgendwas um eine Ecke. Der Kamerad ist immer noch da. Hass. Diese Pappaufsteller machen mir Angst. Und hier? Nichts. Auch nichts. Kann ich rennen eigentlich? Ja, so ein bisschen. Okay. Jetzt wird es Zeit, mal diese Farbe zu finden. Komm schon, hier, Farbe. Ist doch irgendwas, muss ich doch hier machen können in dem Raum. Der ist noch nicht nur zur Zierde da. Auch hier nichts. Überall. Ach, hier geht's durch. Ach, gut zu wissen. Ja, doch, geh mal weg. Gehst du weg? So, du gehst weg. Dann schauen wir mal hier rein. Hilfe, diese Geräusche machen mir Angst. Hier ist ein Arbeitstisch. Da ist noch eine Tür. Der Kiste kann ich nichts machen. Klaus, die Kiste. Ich habe einen Freund fürs Leben gefunden. Achtung. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, jetzt habe ich einen Schnelldurchgang gefunden. Bringt er mir irgendwas? Jetzt komme ich halt von hier aus in den Raum rein. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Gut, dann muss ich erstmal suchen, bis ich diese scheiß Farbe finde. Farbe. Und Farbo. Jetzt geht's auf einmal überall rein. Oh, eine Note. Die bräuchte. Mach das aus! Aus! Hilfe! Ich esse Suppe! Mir geht's gut! Mach
aus. Ich wollte das nicht anschalten. Ich dachte... Ach, die Scheiß muss ich da hinten aus. Hier, komm schon. Farbe. Gibt es mit Sicherheit. Da muss ich jetzt irgendwie ein Glas finden oder was muss ich machen? Oh, hier ist noch Suppe. Danke. Was haben wir hier? Ich traue keiner Tür mehr richtig über den Weg jetzt. Ihr dreht euch immer weiter. Das ist schön. Ach, da! Na toll. Okay, that's all of them. Ja. Und jetzt passiert doch irgendetwas. Vielleicht nicht jetzt, aber mit Sicherheit irgendwas passiert. Da bin ich mir todsicher. Hallo, hallo. Liebe komische Gestalten, lasst mich einfach in Ruhe. Die Tür zum Keller steht offen. Du bleib da stehen. Du bist mein Pappaufsteller. Du kannst mir gar nichts. Goofy / Frankenstein bleibt auch da hinten. Und wir aktivieren dann mal. Now I just need to get the ink flowing somehow. Ja, dann. Should be a switch around here somewhere. Da ist er. Then I can start up the main power. Was? Was? Och, nun muss ich jetzt da hinten in diesen Raum. Da stand ja irgendwas mit Flow. Hallo? Niemand hier. Hallo, hallo. Wehe, du fällst mir in den Rücken gleich. Ha! Schade. Ich dachte, er wird's tun. Ich bin froh, dass es nicht getan hat. Der Kamerad ist immer noch da. Ich hasse dich immer noch. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Ja, Scheiße! Scheiße, Mann, ey! Da geht's immer noch nicht rein. Du Bastard! Lass es einfach! Das Licht leuchtet durch uns durch. Dann aktivieren wir mal. Na bravo. Das ist also mit brechenden Rohren gemeint. Aber hier gibt es irgendeinen Abfluss und das geht ja nicht höher. Okay. Ekelhaft. Hilfe, das Rohr, das sieht auch, als ob es gleich brechen würde. Die Musik ist gruselig. Alter, lass so einen Scheiß. Lass den Scheiß. Lass diesen Scheiß, Alter. Hör auf damit. Ich will einfach nur... Einfach nur... das Ding anschalten. Alles cool. So, jetzt funktioniert sie ja wieder. Sollte doch alles okay jetzt sein. Sollte doch jetzt alles okay sein. Goofy, du bleibst da hinten. Warum ist das Licht auf einmal ausgegangen? Ich gehe mal zur Ink Machine. Eigentlich kann ich doch jetzt gehen. Ach so, das ist die Maschine. Die Bretter waren aber vorher nicht da. Was ist das? Lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Nein, da geht's nicht lang! Hilfe, Hilfe! Da geht's lang! Mann, für Exe, achso, da hinten! Ja, ich runne schon. Ja, lauf, 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 lauf. Scheiße. Was? Drain the flow? Ja, wie denn? Ah, da hinten liegt was. Ich hab's gesehen. Da liegt was. Da liegt was. Wir haben Zeit. It's dark and it's cold and it's stuck in behind every single wall now. Was war das gerade? I swear this godforsaken ink is clear up to my knees. Whoever thought that these crummy pipes could hold up under this kind of strain either knows something about pressure I don't, or he's some kind of idiot.
But the real worst part about all of this are the noises the system makes. This whole darn thing, it just isn't natural. You can bet I won't be doing any more repair jobs for Mr. Joey Drew. Huiuiui, was war das gerade eben? Für ein Vieh. Erstmal Suppe essen. Suppe ist das Wichtigste. Solange wir Suppe haben, geht's uns gut. So. Jetzt ist alles voller Tinte. Das ist aber erstmal nicht weiter schlimm. Könnte ich bitte irgendeine Art von Waffe haben? Und wenn es nur ein Knüppel ist. Da unten. Ah, okay, noch mehr ablaufen lassen. Und hier kann ich noch mehr ablaufen? Nein, kann ich nicht. Na toll, jetzt geht's noch tiefer in den Keller rein. Ich hab der Firma gesagt, man muss mehr in den Boden investieren. Aber mir wollte ja keiner glauben. Ich hab Angst, dass hier irgendwas drin lauert. Alles cool, alles cool, okay, alles cool. Mach sowas nicht. Ha! This will definitely come in handy. Eine Axt. The Creator lied to us. Wenn du das sagst. Okay, erstmal. Das würde ich mal sagen, war es mit dem ersten Teil von Bandy and the Ink Machine. Wie schon gesagt, der Anfang war geil, wie ich ihn auf YouTube gesehen habe. Und das hier war... Huiuiuiuiui. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das getan hat, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.